Moin Leute, ja, ich bin jetzt hier, ja, quasi wie immer auf dem Weg zum Kunden. Und ja, ist ein bisschen außerhalb. Ich habe jetzt noch knappe 10 Kilometer noch dorthin. Und ja, war ja mit dieser Verzögerung, die mir ja schon gestern angekündigt wurde, ja, da will ich gleich Olivenöl laden. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ja, machen wir. Ja, wir werden Olivenöl laden und ja, und Zulieferer, der war der Grund für die Verspätung. Nimm diese Ausfahrt. Naja. Aber wir haben schon als solches schon 7:30 und ich fahre jetzt, wie gesagt, erst zum Kunden hin. Ja? Und ja, was willst du machen? Ja, am zwar, Kreisverkehr erste Ausfahrt ja, nehmen. Sind zwar gleich da, aber da muss der ganze ja, aufgeladen, diese Ausfahrt. Aufgeladen werden und so weiter und so fort. Ja, ja, das Übliche. Ne? Ich hätte eigentlich schon unterwegs sein müssen. Also demnächst rechts abbiegen. Im Normalfall. Aber da ich das ja schon wusste, biege ja, nach rechts ab. Brauche ich mich gar nicht erst aufregen. So. Okay. So. Wir sind da erstmal. Hier endet es. Erstmal, ne, Helga? Genau. Hier endet es erstmal. So, ich denke mal, der wartet schon auf mich. Quasi. Ja, Leute. Ihr wartet hier auf mich und hätte schon weg sein können. Okay, dann schau mal, ne? Wie lange das hier alles dauert, wie ich das Öl hier drauf bekomme. Wir schauen mal. Ja, jetzt soll ich mich hier hinstellen und wahrscheinlich werden die mich jetzt hier mit dem Stapler jetzt gleich hier beladen. Denke ich mal. Jo, irgendwie so, ne? Am Tor, obwohl am Tor war ja noch Platz, aber naja, ich weiß ja nicht, wie die das hier handhaben, keine Ahnung. Stelle ich mich hier hin und erstmal, wer muss ich jetzt noch gleich woanders hin, keine Ahnung. Sollte mich auf jeden Fall erstmal hier hinstellen. Macht der Arzt natürlich, selbstverständlich. Kein Problem. Okay. So. Wir stehen. Bremse reingehauen. Ja, Licht gemacht. Ja, machen wir aus. War doch aus. Natürlich. So. So. Okay. Dann hoffe ich mal, dass das Ganze schnell über die Bühne geht. Let's go. Okay, ich bin jetzt als solches beladen, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, den ganzen Frachtauftrag, ja. Will ich mir mal den Laptop mal hier oben hinstellen, damit wir es besser gucken können. Ist so besser, glaube ich. Okay, jetzt habe ich erstmal meinen Becher zur Seite geschoben und ja, jetzt können wir auch ein bisschen besser gucken, denke ich mal. Ja, also jetzt haben wir den Frachtauftrag jetzt hier vor Augen, also den Laptop besser gesagt. Und ja, wie gesagt, wir sind in Mailand, es geht nach Nizza, Leute, wie schon ja angekündigt. Und ja, Olivenöl haben wir drauf, 17 Tonnen und ja, 340 Kilometer haben wir vor der Brust. Fahrzeit 4 Stunden 57 Minuten, ja, wenn alles gut geht, gehen wir mal von aus. Und ja, erwartet oder wir werden erwartet zwischen 20:45 und 22:30, bis dahin sollte es eigentlich drin sein, ja. Hoffen wir mal. Und 1.141 Euro brutto. Das wären so 3,23 Euro pro Kilometer wird das Ganze bezahlt. Und ja, dann wollen wir mal so langsam aber sicher jetzt loslegen. Also Laptop erstmal wieder auf dem Beifahrersitz drauf platzieren und dann ab geht's. Okay, alles an seinem Platz wieder hingestellt und jetzt können wir auch loslegen.
So, auf geht's. So, kommt da was? Nein. Kommt da. Was soll jetzt kommen, ne, wenn wir hier drin stehen? Gar nichts. Auf nach Nizza. Das kommt jetzt. Ach ja, apropos auf nach Nizza. Genau. Da war doch was, ne? Ja, wir fahren ja los, ja, in Mailand. Und dann geht es dann ja in südliche Richtung an Genua vorbei oder durch. Und ja, dann schnurstracks nach hier nach Nizza. Ja, also ja, schön an der Küste lang. Ist auch was Feines, ne? Machen wir ein Päuschen oder machen wir kein Päuschen? Irgendwo. Päuschen muss ja immer sein, ne? Irgendwo, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ja, wir schauen mal. Ja, ich lasse das mal. Ich lasse das mal offen. Ich lasse das mal offen. Ich lasse das mal offen. So. Demnächst links Na abbiegen. klar. Biege nach links ab. Helga, wir machen das doch. So. Da kommt, glaube ich, noch was. Und da kommt doch gar nichts. So, also gut. Also völlig hier direkt hier in der Kurve hier. Einer hier angedüst kommt. Ja, so wie der. Kann natürlich dann ein bisschen gefährlich werden. Ja. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Okay. Lass mal den Bus noch vorbei. Der hat es sehr eilig. Man sieht. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Torino. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Okidoki. Nimm diese Ausfahrt. Oh, jetzt langsam aber auf Kurs sein, ne? Bitte rechts halten. In Bologna fahren wir jetzt. Wir sind natürlich ein Hauch zu schnell. Aber wir wurden nicht ermahnt, also alles gut. Let's go. So, wir genießen ja den schönen Tag. Bislang klappt das ja ganz gut. Mit, ja, mit der Planung sollte ja auch klappen, ne?
Also von daher, dass wir dann in Nizza dann die nächste Tour würde, wenn nichts dazwischen kommt, ja, wie gesagt, wenn nichts dazwischen kommt, dann nach Mailand gehen, ja. Ja, ich wiederhole das jetzt immer. Ja, vielleicht ist der ein oder andere, der die letzten Folgen ja nicht gesehen hat. Ja, wir sind ein bisschen erstaunt, warum ich das jetzt sage. Ja, ich Rechts habe halten immer die und nächsten dann Touren, Ausfahrt rechts habe nehmen. ich mich da schon jetzt. Nimm die Ausfahrt rechts. Bei meiner Disposition erkundigt, ja, mache ich eigentlich nicht, aber die haben das ja alles und soweit geplant, ja, müssen sie ja auch irgendwo. Und da wir ja immer untereinander tauschen, also Trailer eventuell dann auch mal, ja, LKW nicht so oft, Trailer eher mehr, ja, eine das und das mal fahren will, das haben wir schon von Anfang an so gemacht und das halten wir auch dabei. Und ja. Und falls dann nicht getauscht wird, ja, falls er eine die und die Tour dann hat, dann ja, dann muss ich mal gucken, dass ich jetzt hier rüberkomme. Genau. Hey, wie gesagt, dann ist das so, oh, grüne Welle hier, dass wir das dann so von der Reihenfolge, also wir waren sind ja dann als solches jetzt. Hoffentlich, wenn nichts dazwischen kommt, dann in Nizza. Und von Nizza geht es jetzt, also von Mailand, wo wir gestartet sind, logisch, ja, nach Nizza und von dort jetzt nach Marseille. Und in Marseille werden wir dann rübersetzen, ja, die Fähre nach Barcelona. Und von dort aus, also von Barcelona, geht es dann nach Asien. Wohin da, weiß ich jetzt noch nicht, aber in die Richtung soll es gehen. Ja, und zwischendurch oder zuvor natürlich, wenn die Fähre, je nachdem wann die Fähre, ja, wann es dann losgeht, nach, eigentlich kommt die immer regelmäßig, gerade, ja, also. Jetzt nach Barcelona meinte ich jetzt, ne, dass sie jetzt da vom, das ist auch so eine Transferstrecke, sage ich jetzt mal, wenn man das so sagen kann, ne, oder Fährstrecke, ja. Aber wenn wir dann ein bisschen ja, Spiel noch haben, Spiel, ja, in Anführungsstrichen, dann, ja, dann werde ich dann natürlich, ja, noch. Dort, also in Frankreich, werde ich dann die eine oder andere Tour, keine große Tour, nur dass ich dann da ja ein bisschen noch dann verdienen kann. Ne? Ist ja logisch, ne? Wenn ich jetzt nicht da jetzt will ich heute ankommen und keine Ahnung, morgen Abend geht die Fähre, nur als Beispiel. Ja, soll ich dann ist ja verlorene Zeit als solches, ne? Wenn ich da ein bisschen was verdienen kann, dass sich das unterm Strich noch lohnt, warum nicht? Ja, wenn ich so eine Strecke von, dass ich 100 oder 200 Kilometer fahren kann, gut, fahre ich dann so, dass ich dann wieder irgendwo in Frankreich, so dass ich dann wieder hin und dann wieder zurück nach Marseille komme und das alles so, ja, innerhalb von einem oder dem zweiten Tag dann ankomme und dann abends dann von mir aus dann auf die Fähre. Ja, nur so als Beispiel jetzt, das würde ich machen. Wenn das passt, wenn nicht, dann ja, dann in den sauren Apfel gebissen und dann ist gut. Ja, dann bin ich halt da, ja. Und auch ein bisschen aufs Sightseeing. Auf meine Art und Weise. Ja. Das willst du machen. Also so ist der Plan halt, ne? Ja. Also wir sind ja ursprünglich so, wo das so anfing. Also wo das anfing. Wir in Klagenfurt am Wörthersee gestartet, ja. Und dann nach Venedig, von Venedig nach Mailand, von Mailand nach Nizza, wo wir jetzt irgendwann heute dann eintrudeln werden. Gut verläuft alles. Und dann weiter nach Marseille. Und von dort aus, wie gesagt, nach Barcelona. Bitte rechts halten. Ja, sicher. Und dann geht es dann auf große Tour, sag ich mal, ne? Das wird ja wirklich, also dann wird es ja wirklich, dann will ich wohl, ja, lang unterwegs sein. Ja, es ist viel wie Fähre und ja, ein Zug wahrscheinlich auch noch, so auf den Frachtzug wahrscheinlich drauf. Das habe ich ja schon gemacht. War das dies Jahr? Weiß ich gar nicht. Also, mit dem Scania, ne?
Das kann ja T, weil ich da unten schon. Das war auch. War gut unterm Strich. War. Ja, ein bisschen abenteuerlich. Ein bisschen, aber unterm Strich war das. War schön, so die Tour. War auch schön lang. Nur da noch eine oder zwei Touren und dann ging das wieder zurück nach Europa. Ja. Das ist also Rechts nicht halten so und alltäglich, dann aber Ausfahrt rechts wenn sich nehmen. sowas ergibt, natürlich nimmt man das dann gerne an. Ja. Wäre jetzt nicht Nimm die Ausfahrt der rechts. weltweit unterwegs als solches, sondern europaweit, ja, na klar. Aber ja, als der eine sagt, ja, warum jetzt da und da hin? Ja, wenn sich das ergibt. Genauso zum in den Nahen Osten. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, da waren wir jetzt ja auch, hat das kürzlich auch schon über einen Monat her. Aber ja, das wird als solches, das alles ja, im Rahmen dessen ist, angenommen, gefahren. Immer auf Achse, müssen ja verdienen, ne? Stehende Fahrzeuge bringen ja kein Geld ein. Also. Ja, und meine Mädels und meine Jungs, ja, die fahren ja auch zum Teil ja noch überwiegend Spanien, Frankreich quasi, ja. Auch, ja, auch, aber auch europaweit natürlich, ja. Also auch ein, zwei, die dann konstant jetzt in Spanien jetzt tätig sind, ja. Aber ansonsten läuft es zum Glück, ja. War eine kleine Flaute zwischendurch mal, aber jetzt scheint es wieder ein bisschen, sag mal vorsichtigerweise, ein bisschen ja, besser zu laufen, ne? Mit Frachtaufträgen und so. Da wollen wir uns da diesbezüglich ja auch ein bisschen jetzt versuchen, ja, natürlich stets und ständig sich zu vergrößern und natürlich auch sich zu verbessern, aber ja, manchmal geht das nicht so, ne, wie man es gerne hätte. Kleinere Stolpersteine manchmal, aber ja, wir arbeiten dran. Warum fahre ich nicht ein bisschen schneller? Ja, weil ich es so auch kann. Also ob wir jetzt mit dem Tiefkühler jetzt, ja, wenn wir ja, nach Asien jetzt fahren werden oder die Tour antreten werden, bevor ich mal ausgehe, dann, das sagte ich ja auch schon, dann, ja, je nachdem, was das für eine Tour ist, ja genau, was das für eine Fracht ist, ja, dann wird das dann natürlich dann, was ist mit dem? Der bleibt einfach stehen, ne? Du bist ja auch ein Keks, ne? Du bist der Keks des Jahres. Habe ich mal so beschlossen. Der Keks des Jahres, mein Freund. Hast du keinen Sprit mehr oder einen Motorschaden oder weil du musst ja rechts ranfahren. Ganz einfach. Ansonsten, genau, das ist richtig. Also in der Regel. Ne, muss ich euch auch, weiß nicht, ob ihr das wisst oder nicht, wenn er dann bisschen hier Lichthupe betätigt, ja, dann reagieren die in der Regel auch sehr schnell. KI-Verkehr, in der Regel, aber naja. Funktioniert halt. Ja. Was immer funktioniert, bislang hat es ja fast immer funktioniert, aber ja, meine Hand dafür auch nicht ins Feuer legen. Er hat da gerade gut funktioniert. Also so wollen wir jetzt dann weiter gedüst. Ne? Vorher kam er nicht aus der Pötte raus. Was denn ja? Eine aufgegebene Tanke oder was? Aber vor, ich wäre da jetzt da rangefahren. Hätte ich ja gar nichts. Wir selber hier alles machen können. Das geht doch nicht. Das geht doch wirklich nicht.
Mautstelle hier. Okay. Den siebten jetzt wieder drin, ich hätte den ersten drin gehabt. Jetzt irrtümlicherweise jetzt wieder hochgeschaltet. Eieiei, Schande über mein Haupt. So. Okay. Ja, sehen wir mal. Genau. Salemann. Und ab dafür, ne? Ja, klar. Perspektive, außerdem kommt jetzt der Tunnel. Also lassen wir es mal erstmal, ne? Tunnel ist Tunnel, ne? Der nächste Tunnel wahrscheinlich jetzt, ne, oder? Jo. Was soll ich jetzt hier gemacht mit der, ja, das Preußen hier einzulegen? Mal schauen. Also in Frankreich. Ja, recht gut bislang. Jetzt geht's wieder zum Bezahlen. Ja, ich meine, in Frankreich, da geht's ja stets und ständig nur hier mit Mautgebühren hier los hier. Sind wir schon am Start hier. So. Dann wollen wir mal wieder hier. Wie sich gehört, ne?
Jawohl. Ja, ein bisschen weit hinten. So ein Mist auch. Tja, was willst du machen? Nicht so weit nach vorne fahren. Ja, Problem gelöst dann, ne? So. Ja, mal schauen, ob wir da jetzt hier uns irgendwo noch niederlassen für ein Käffchen oder so. Kann ja mal gucken. Kein Problem. Naja, 34, 36 Kilometer noch. Na, das ziehen wir doch durch, ne? Knallhart, wie wir sind. Ja, ging doch recht zügig das Ganze hier wieder mal. Was ist hier los? Dachte ich gerade, geht recht zügig. Sollten wir mal vielleicht die linke Spur mal nehmen? Oder fahren wir weiter? Oder was ist los? Ja, ich weiß nicht so recht. Ob ich jetzt warten soll oder... Wahrscheinlich steht hier wieder alles ja ohne Grund rum. Vermute ich mal. Ja, vermute ich mal. Ja, was ist da? Der steht da einfach da. Ja, dieser Dreier. Ja, alles da zwischen den Beinen irgendwie geknallt oder was? Weiß ich nicht. Muss auch weiter jetzt. Gut, dass die linke Spur jetzt als solches noch frei war. Sehr gut. Ja, wie schon, glaube ich, bei der letzten Folge erwähnt, Leute, gerne, schreibt ihr mir gerne in die Kommentare rein, ja. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, ja, bezüglich jetzt den Storys hier im ETS 2 oder auch im ATS, gerne, wirklich. Also, ganz soweit im Ganzen, also jetzt dann nochmal weiterbringt oder eine kleine Änderung, ja, weil das ist, ich guck mir das dann an oder lest mir das durch sowieso, lest mir grundsätzlich jeden Kommentar durch, jeden, ja. Und ja. Und beantworte sie auch. Also dann habe ich ja jeden Kommentar beantwortet. Also gerne, Leute, Rechtshalten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Was mir noch nicht so in den Sinn gekommen ist oder was man, keine Ahnung. Ne? Gerne. Nimm die Ausfahrt rechts. Gerne kommentieren. Oder Vorschläge unterbreiten. Gerne. Wenn das was ist, das ja im ganzen Jahr natürlich sowieso voranbringt, ja. Egal was. Oder ob das passend ist, sagen wir so. Ne? Ja, ist ja gut. Zu schnell. Dann, hoppala. Ja, dann wie gesagt. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, reinschreiben natürlich und ja. Wird natürlich dann mit einer gewissen Verzögerung, wenn ich da was übernehmen sollte, ja. Wäre super, wenn da was kommt und ja, dann dies und das dann übernehme in die Folgen. Also nicht wundern, kommt dann nicht dann direkt in der nächsten oder übernächsten Folge rein. Nein, es dauert natürlich ein bisschen, ne? Weil ich eben mache ja die Folgen jetzt hier immer mit, geradeaus. Mit einem gewissen Vorlauf, ja. Also und von daher dauert es ein bisschen, ne, bis das dann sichtbar ist. Aber dann, das sage ich aber dann nochmal, ja. Okay. Dann auch dafür vielen Dank schon mal im Voraus, ne, wenn euch da auch mal ja, das immer geradeaus. Paar Gedanken macht, ja, kann man so sagen, ja, oder wie gesagt, ja, zu dem Ganzen. Oder wie ihr generell das findet, ja. Der Story-Modus würde mich auch gerne interessieren. Läuft ja schon seit
seit sehr langer Zeit. Ja. Ja, hoppla. Das war aber jetzt ein Hopser, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Wie habe ich mir da nichts da kaputt gemacht? Okay, so viel dazu. Also schon mal dafür schon mal vielen Dank an euch im Voraus. Generell, also Leute, für euren Support bislang. Ja, dafür natürlich ja von mir eine Million Daumen nach oben für euch. Ist so. Und gerne weiter so. Das motiviert natürlich das Ganze, ist ja logisch, ne? Demnächst ja. Links abbiegen. Wenn man Zuspruch erfährt und so von den Kommentaren, natürlich ist das natürlich eine schöne Sache, ne? Wer liest das nicht gerne, ne? Und, biege nach ja. Links ab. Ganz klar. Okay, jetzt biegt der Arzt erstmal hier links ab. Und schon sind wir da, bei Trado, ne? So war das so, ne? Ist ja doch. Hey, Kollege, ich muss doch irgendwie hier... Wir sind da. Ja, der fährt einfach, anstatt mal stehen, der kann sich doch denken, dass ich hier reinfahre, oder? Hammerwerfer, hoch 10, du. Okay, so, und hier? Tut sich hier nichts? Oder tut... Oh, es tut sich was, ne? Es tut sich was. Ja, wir sind als solches... 16.23 Uhr. Alles Taco. Na, wollte ich nur mal gucken. Da bin ich mir im Kopf soweit. Ja, guck an, was man nicht im Kopf hat. Ne? Ich bin ja hier. Also pünktlicher geht es gar nicht mehr. Ne? Meine Güte nochmal. Bin ich hier. Schon die letzten Touren schon. Ich wundere mich schon selber. Alles soweit glatt verlaufen, was ich ja gut finde. Wovon mal ganz abgesehen, ja. Aber, Junge, Junge, ich will das jetzt gar nicht immer so erwähnen, weil meistens kommt dann immer alles anders, ne? Und dann auch, als man denkt. Okay, dann werde ich mich mal hier irgendwo anmelden. Der Groß scheint der Laden hier nicht zu sein, ne? Sieht nicht so danach aus. Ja, es geht eigentlich. Okidoki. Da wären wir. Bin direkt ran jetzt hier. Ja, alle Tore auf hier, sehr schön. Sogar zweimal gefragt. Arzt Logistik? Ja, Monsieur, ich bin Arzt Logistik hier am Start. Weil ich ja, wie gesagt, sehr früh am Start war hier, ne? Ja. Schon gedacht, dass sie jetzt sagen, nee, Kollege, da musst du erstmal warten jetzt. Aber ne, ging eigentlich, wie ihr sehen könnt, also recht zügig. Jo. Gut. Ich finde das gut. Sehr gut. So. Alles klar. Touchdown hier hin. Nizza. Angekommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt sollten wir mal langsam tanken, ne? Also, ehrlich gesagt, ich habe gar nicht drauf geachtet, aber Reserve ist schon stark betroffen. Okay, machen wir, garantiert. Läuft. Alles klar, Leute. So, wie gesagt, jetzt nächster Step erreicht. Ja, so, wir sind jetzt hier in Nizza angekommen. Jetzt weiß ich, ob es jetzt von hier, von diesem, jetzt hier weitergeht, von dem Kunden jetzt hier, von Trado, wie der sich da nennt, ja. Oder woanders, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier von Nizza aus dann. Sollte es dann weitergehen nach Marseille. Wir schauen mal. Und ja, Leute. In diesem Sinne, ich bin jetzt hier durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, Leute. Bleibt schön sauber. Wie immer halt. Ne? Euch allzeit gute Fahrt. In diesem Sinne, hasta la vista. Und bis zum nächsten Mal.
euer Atze Gaming. Ciao.